Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu diesem IP-Online-Anlass. Dieser IP-Online-Anlass handelt sich heute um die Modelle von Jean Gebser. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir einen ganz tollen Gast haben, der uns heute in diese Modelle einführt. Ich sehe, es hat auch ein paar neue Gesichter hier. Vielleicht kennen noch nicht alle die integrale Politik. Die integrale Politik ist eine politische Bewegung und auch eine kleine Partei, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und sich ganz stark einfach auf das Gemeinwohl orientiert oder ausrichtet und auch neue Methoden für die politische Entscheidungsfindung präsentiert. Mein Name ist Susanne Baumann. Ich bin die Präsidentin der IP Schweiz und ich freue mich, Sie alle heute Abend durch diesen Abend durchführen zu dürfen. Im Hintergrund ist Philipp Kessler. Er wird uns heute Abend mit der Technik begleiten und es gibt auch die Möglichkeit, wenn Sie ein technisches Problem haben, dass Sie sich via Chat direkt an Philipp wenden. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Kamera eingeschalten haben könnten, weil es ist ganz schwierig, wenn man als Referent keine Gesichter sieht, sondern nur schwarze Löcher. Dann weiß man eigentlich gar nicht, mit wem man spricht. Und es ist schon ganz anders und man muss sich als Sprecher auch daran gewöhnen, dass man nur wenige Gesichter sieht oder einige und dass man die nicht näher sieht. Insofern sind wir einfach froh, wenn es ein bisschen mehr Kontakt gibt und Sie die Kamera angeschaltet haben können. Letztes Mal hatten wir jemand dabei, die Person war im Pyjama. Da sage ich, okay, gut. Also Ausnahmen sind natürlich auch möglich. Im Chat können Sie während dem Vortrag und auch nach dem Vortrag Fragen stellen. Der Referent wird diese Fragen nicht sehen, aber ich werde jeweils durchschauen, was da so kommt und was da für Fragen reinkommen. Und am Schluss wird es eine Frage- und Antwortrunde geben, wo alle Ihre Fragen dann auch gestellt werden können. Im Anschluss, also morgen oder übermorgen, wird es auch eine Mail geben an alle, die angemeldet sind. Und in diesem Mail wird die ganze Präsentation versandt. Es werden auch allenfalls Links versandt oder weitere Informationen, die der Referent heute angekündigt hat, werden in diesem E-Mail drin sein. Das heißt, Sie erhalten alle diese Unterlagen. Wir werden diesen Vortrag heute aufnehmen und danach auf YouTube stellen. Einfach das zur Information. Sie wurden, glaube ich, schon vorinformiert, auch per Mail. Ja, und jetzt möchte ich gerne überleiten zum Thema des heutigen Abends. Vielleicht können wir neben mir Michael Höcker begrüßen und einblenden. Michael Höcker ist Architekt und integraler Projektentwickler. Ich kenne ihn seit ein paar Monaten und hatte unglaublich spannende Diskussionen über das Integrale. Und er ist für mich auch eine Person, die viel von diesem Integralen nicht nur darüber spricht, sondern auch etwas davon verkörpert. Und das ist ja immer noch so ein Unterschied. Michael Höcker ist vor vielen Jahren auf Jean Gebser gestoßen und hat sich eigentlich gerade stark angezogen gefühlt, also stark in Resonanz gegangen. Du hast mir das einmal erzählt, Michael, wie das war, dass das ein ganz berührender Moment auch war für dich. Und seitdem ist das wie eine Lebensbegleitung von dir, diese Jean Gebser-Werke. Und du setzt dich in der Jean Gebser-Gesellschaft auch dafür ein, dass diese Werke erhalten bleiben und dass allen, die das möchten, dieses Gedankengut zur Verfügung steht. Ja, und in diesem Sinne, ich freue mich unglaublich, Michael, dass du heute Abend da bist. Und ja, ich bin jetzt einfach gespannt auf deinen Vortrag. Und wenn wir jetzt öffentlich hier sitzen würden, würden wir einfach einen großen Applaus geben. Das können wir zum Beispiel auch so mit den Händen machen. Ein großes Willkommen an dich. Gut, ich übergebe das Wort an dich, Michael. Danke, vielen Dank, Susanne. Danke für die Einladung, danke für die freundlichen Worte. Ich werde gleich starten, wir werden gleich loslegen. Wir haben danach noch gut Zeit auch für Fragen oder Diskussionen.
Und wir werden im Anschluss dann auch ein paar Folge-Events ankündigen. Ich versuche, meine PowerPoint-Präsentation mit Ihnen zu teilen. Jetzt sollten Sie alle das erste Bild sehen. Herzlich willkommen. Der Begriff Integral stellt sich gerne vorne an, etwa bei integrale Politik oder integrale Architektur. Heute Abend soll es um dieses Wort gehen. Wir wollen uns dem annähern, was sich so selbstbestimmt und selbstbewusst in den Vordergrund schiebt. Und zwar über das Strukturmodell von Jean Gebser. Damit wir uns dem Begriff des Integralen und was er uns zu sagen hat annähern können, möchte ich unsere Situation mit einer anderen vergleichen. Als Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert seinen Helikopter zeichnete, da war die Technik geboren. Er brachte damit sowohl den Traum vom Fliegen als auch die technische Zeichnung, die Mechanik und vieles mehr zum Ausdruck. Und gleichzeitig gab es in diesem Moment noch keine Vorstellung davon, was die Technik noch alles hervorbringen würde. Raumfahrt zum Beispiel, Kühlschränke, Nanotechnologie, Atomkraft. Ich sage das deshalb, weil wir aus meiner Sicht heute am gleichen Ort stehen mit dem Integralen, wie damals mit der Technik. Integral ist zwar ausgesprochen, angedeutet und beschrieben, wir haben aber wenig Ahnung, wie es sich entwickeln oder wohin uns das alles noch führen wird. Der Grundstein dazu aber ist gelegt, und das haben wir unter anderem diesen drei Herren zu verdanken. Es sind Sri Aurobindo, Jean Gebser und Ken Wilber. Um den Mittleren, um Jean Gebser, soll es heute in erster Linie gehen. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit ihm, mit Jean Gebser, und es scheint mir wichtig, auf ein Phänomen aufmerksam zu machen, dem ich oft begegnet bin. Ich nenne es das Phänomen von My Own Private Gebser. Viele Menschen, denen ich begegnet bin, Musikerinnen, Pädagogen, Therapeuten, Lehrerinnen, Politikerinnen, haben in Gebser eine ganz eigene Inspiration gefunden, eine Quelle, sogar einen Lehrmeister. Vielleicht haben auch Sie schon Ihren Gebser entdeckt und werden deshalb heute Abend einiges ungenau finden oder sogar aus Ihrer eigenen Warte betrachtet völlig anders beurteilen können. Das ist durchaus erwünscht, denn es scheint mir verfrüht und es ist ganz bestimmt nicht meine Absicht, eine Deutungshoheit auf dem Integralen und dem, was Gebser zu uns sagt, zu erheben. Im Gegenteil, wir sollten keine Klammer um den Begriff legen mit der Absicht, diesem Begriff damit eine Eindeutigkeit zu verleihen. Im Moment scheint es mir viel wesentlicher, möglichst viele Experimentierfelder zu eröffnen und von allen möglichen Seiten her zu dem vorzustoßen, was uns aus der Vision des Integralen erwachsen und für unsere Zukunft dienlich sein könnte. Wenn wir über Jean reden wollen, so kommen wir um Jo Gebser, seine zweite Frau, nicht herum. Ein Vortrag von Jo, den sie 1973, also nach dem Tod von Jean, gehalten hat, wurde kürzlich neu vertont. Sie finden ihn auf SoundCloud. Den Link dazu und weitere Unterlagen erhalten Sie im Anschluss an den heutigen Abend von uns zugeschickt.
Nun, so weit, so gut. Was dürfen Sie von diesem Abend erwarten? Im ersten Teil werde ich versuchen, Ihnen mit meinen Worten das Strukturmodell nach Jean Getzer darzulegen. Im zweiten Teil wagen wir den Sprung und ich werde auf einige integrale Prinzipien aufmerksam machen. Und zum Schluss schauen wir auf verschiedene konkrete Initiativen und Projekte im Kontext des Integralen. Jean Getzer sagt nämlich, Zitat, die Konkretisierung ist eine der Voraussetzungen der integralen Struktur. Denn es kann nur das Konkrete, niemals das Abstrakte integriert werden. Zitat Ende. Wir kommen zum Strukturmodell. Jean Getzer schaut in seinem Werk auf die Evolution, die kulturelle Entwicklung, die Menschwerdung und stellt fest, dass sich da etwas entwickelt, aber nicht nur, es entfaltet sich auch, entpuppt sich. Da gibt es biologische Prozesse und Reifungen, Mutationen sogar und noch etwas stellt er fest, es gibt eine Intensivierung des Bewusstseins. Dazu sagt er am Anfang zu seinem Kapitel die vier Bewusstseinsmutationen, Zitat, es ist alles immer schon da gewesen, jedoch jeweils auf eine andere Weise, in einem anderen Lichte, in einer anderen Bewertung, in einer anderen Verwirklichung, in einer anderen Sichtbarwerdung. Zitat Ende. Nur wie anders, welches andere Licht und wer bewertet das, nach welchen Kriterien? Diese Fragen stellt sich Jean Getzer und liefert uns seine Überlegungen. Seine akribische Spurensuche legt er in seinem Hauptwerk Ursprung und Gegenwart dar. Im Zentrum, unter vielem anderem, sein Strukturmodell der Bewusstseinsentwicklung. Im Folgenden werde ich Ihnen die vier Strukturen vorstellen. Zur ersten der vier Strukturen, der archaischen, sagt Getzer, Zitat, sie ist dem biblischen, paradiesischen Urzustande am nächsten, wenn nicht dieser selbst. Zitat Ende. Als Bild dazu scheint mir die Geborgenheit des ungeschlüpften Huhnes sehr hilfreich. Ich frage mich nun, wie kommt es zu diesem Impuls, der das Huhn dazu bringt, durch die Schale zu gehen? Der kommt nicht von außen. Der entsteht im Huhn und es muss dabei etwas durchstoßen, von dem es nicht einmal weiß, ob dieses Etwas es selbst ist und ob es sich dabei selbst zerstört. Das Huhn ist davor und danach dasselbe. Die Welt, in der es nun lebt, erscheint aber in einem anderen Lichte. Aus einem Zustand völliger Einheit durchbricht das kleine Wesen die Hülle und kommt in eine unbekannte Welt. In dieser neuen, ja bedrohlichen Situation wird es lernen müssen, zu überleben. Aber das Überraschende ist, das kleine Huhn bringt schon alles mit, es ist schon dafür gemacht, in dieser neuen Welt zu bestehen. Das ist eine frohe Botschaft zu einem frühen Zeitpunkt. Es wird später noch einmal die Rede davon sein. Über die magische, die zweite Struktur, sagt Getzer. In der magischen Struktur wird der Mensch aus dem Einklang der Identität mit der Einheit herausgelöst. Zitat Ende. Einmal in der Welt sieht sich der Mensch mit der ganzen Macht der Unergründlichkeit, der schieren Wucht des Lebens
und des Menschseins konfrontiert. Es braucht dringend Lösungen. Er und sie beschwören die wirkenden Kräfte, versuchen diese zu bannen, milde zu stimmen und zu besänftigen. Gelingt diese Besänftigung, so entsteht eine neue Erfahrung von Ganzheit. Es ist die der Symbiose. Über die mythische Struktur, die dritte in unserer Aufzählung, sagt Gebser, Zitat, war das Charakteristische der magischen Struktur die Bewusstwerdung der Natur, so war das Charakteristische der mythischen Struktur die Bewusstwerdung der Seele. Zitat Ende. Mit der Entdeckung der äußeren Welt, mit der Loslösung aus der Natur geht auch die Entdeckung der inneren Welt und damit der Seele einher. Diese beiden Pole der Wirklichkeit, das Innen und das Außen, sind untrennbar verflochten und sind das Ganzheitsempfinden der mythischen Struktur, die diese Erfahrung in Symbolen, zum Beispiel im Symbol von Yin und Yang, zum Ausdruck bringt. Wir kommen zur vierten, zur mentalen Struktur. Die mentale Struktur ist uns allen wohl bekannt. Rationalität, Faktentreue, Wissenschaftlichkeit, alles Errungenschaften des logischen und objektiven Denkens. Alles ist messbar und berechenbar geworden, sogar die Zeit. Die Aufteilung und Unterteilung hat das Atom erreicht und die Welt wird in Systemen verstanden und organisiert. Doch was ist das Ganzheitsempfinden der mentalen Struktur? Es ist die Zusammenführung von These und Antithese in der Synthese. Die mentale Struktur hat sich zu Beginn als unglaublich effizient erwiesen. Planbarkeit, Sicherheit, Fortschritt, Wohlstand, Entwicklung auf allen Ebenen. Im Bereich der Kunst, der Medizin, der Technik, der Bildung, Forschung und Rechtsprechung. Überall haben wir einen rasanten Fortschritt erlebt. Dies ist jedoch nur die eine Seite. Es gibt auch eine zweite, eine Kehrseite. Jean Gebser beschreibt in Ursprung und Gegenwart nicht nur die Strukturen, sondern auch ihre effizienten und ihre defizienten Aspekte. Er kommt zur Schlussfolgerung, dass jede Struktur nach einer gelungenen Phase in eine ungenügende Phase eintreten muss und dass danach sprunghaft, aber zwingend eine neue Struktur entstehen wird. Das Huhn, eingeschlossen in seinem Ei, muss durch die Schale und sich der Welt ausliefern. Der magische Mensch muss zum Du und zur Seele erwachen. Der mythische Mensch muss seine Ratio entdecken und den Raum wie die Zeit vermessen, planen und ordnen. Und der mentale Mensch muss die nun vermessene und abstrahierte Welt verlassen und zu neuen, ganzheitlicheren Betrachtungsweisen finden. Dass dieser Schritt jeweils kein einfacher ist, im Gegenteil, beschreibt Gebser mit folgenden Worten, Zitat. Denn das Neue anzunehmen, es sichtbar werden zu lassen, begegnet immer
dem stärksten Widerstand, weil es die Überwindung von althergebrachtem, erworbenem und mühselig gesichertem ist. Dies aber ist gleichbedeutend mit Schmerz, Leid, Kampf, Unsicherheit und ähnlichen Begleiterscheinungen, die jeder so weit als möglich zu vermeiden trachtet. Zitat Ende. Erinnern Sie sich an das kleine Huhn. Es war schon bereit für die neue Welt, eine andere, musste dafür aber alles riskieren. Wir dürften es in unserer aktuellen Situation auch wagen, denke ich, in uns und um uns herum gemeinsam nach dem neuen Übergang zu forschen und dabei vertrauen, dass wir das nötige Rüstzeug, um das Unbekannte meistern zu können, bereits in uns tragen. Müsste ich hier und jetzt eine Aussage machen, der die Mehrheit der Menschen, nicht nur hier und heute Abend, sondern weltweit und in allen Kulturkreisen zustimmen könnten, dann wäre es wahrscheinlich folgender Satz: So kann es nicht mehr weitergehen. Dieser Umstand ist aus Sicht der Bewusstseinsstrukturen zwei Ursachen geschuldet. Die eine ist, wie bereits erwähnt, der defiziente Zustand der mentalen Struktur. Die andere ist die radikale Art, mit der sich die mentale Struktur in Abgrenzung zu den anderen Strukturen setzt und damit einen grundlegenden Konflikt heraufbeschwört. Denn das Archaische, das Magische und das Mythische sind dem Mentalen zutiefst suspekt. Es kann diese Strukturen nicht verstehen und nicht begreifen. Das Mentale lehnt alles ab, was nicht seiner Rationalität und seiner Logik entspricht, und erklärt es als irrational. Und, das muss fairerweise gesagt werden, umgekehrt verhält es sich auch so. Das Archaische, das Magische und das Mythische haben schweren Stand und schwierigen Zugang zum Mentalen. Fassen wir die vier Strukturen noch einmal in einem Satz von Jean Gebser zusammen. Zitat: Alles, was uns gehört, ist Ausdruck unserer Macht und gehört der magischen Struktur an. Alles, was uns entspricht, ist Ausdruck unserer Seele und entspricht der mythischen Struktur. Alles, was wir sehen, ist Ausdruck unseres Verstandes und ist ein Sehen und Vorstellen, die der mentalen Struktur gemäß sind. Zitat Ende. So, und nun stellt sich die Frage nach dem Integralen sehr dringlich. Alle Strukturen haben ihre effiziente und ihre defiziente Seite offenbart. Und was jetzt? Oder wie jetzt? Gebser macht es für einmal kurz, wenn er sagt, Zitat: Es dürfte klar geworden sein, dass die vier den Menschen konstituierenden Strukturen als Ganzheit aufgefasst werden müssen. Und er ergänzt an anderer Stelle, Zitat: Unter Einbezug aller bisherigen Leistungen. Zitat Ende. Alle bisherigen Leistungen also. Und nachdem wir festgestellt haben, dass sich die Strukturen gegenseitig eher ablehnen, wie soll das gehen? Wie bringen wir das alles zusammen? Wie nur integrieren wir die Aspekte von
Trieb, Instinkt, Empfindung, Körper, Seele, Psyche, Geist, Verstand, Intellekt und Vernunft. Diese Frage führt zumindest bei mir zu einem tiefen Nichtwissen. Denn mental ist diese Frage nicht zu beantworten. Mir bleibt an dieser Stelle zuerst einmal die Achtung vor all denen, zum Beispiel in der integralen Politik, die es auf sich nehmen und den pionierhaften Weg ins Integrale gehen und damit auch allen anderen eben diesen Weg bereiten. Bevor wir nun den Sprung ins Integrale wagen, hier noch eine zweite Option. Wir können vor dem Sprung auch zurückschrecken. Zurückschrecken, das soll gesagt sein, ist immer auch gesund und bewahrt uns vor Überlastung. Denn das Zurückschrecken ist vorerst ein Versuch, sich auf bekanntem Territorium in Sicherheit zu bringen. Deshalb versuchen wir, es uns einfacher zu machen. Wir schrecken zurück und bringen uns damit aber auch in Gefahr, die Gefahr, es uns gar einfach zu machen. Wenn wir die Wirklichkeit einseitig magisieren, psychisieren, esoterisieren oder mentalisieren, mit der Absicht, auf verkürztem Wege eine schnelle Lösung zu finden. Am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als einen neuen Anlauf zu nehmen und den Sprung zu wagen. Das tun wir nun definitiv auch. Wir springen in den zweiten Teil des Abends und schauen konkreter auf ein paar integrale Prinzipien. Das Integrale, insbesondere wenn es sich vorne anstellt bei integrale Politik oder integrale Architektur, verheißt uns eine neue Lösung, einen neuen Ansatz, ein neues Licht. Jean Gebser verwendet eine ihm sehr eigene Sprache mit eigenen Wortschöpfungen, um dieses Neue einzufangen und zu beschreiben. Dies macht es beim Lesen oft nicht einfach. Es würde heute jeden Rahmen sprengen, seine Beschreibungen der Prinzipien in ihrer Tiefe und Neuartigkeit durchleuchten zu wollen. Deshalb werde ich einfach ein paar dieser Begriffe auslegen, in der Absicht, Ihr Interesse dabei zu wecken. Meine Stichworte dazu sind Ganzheit und Ganzheitsempfinden, Raum und Zeit, und Zeitfreiheit, Perspektive und Abperspektive. Starten wir mit diesen beiden Abbildungen und ein paar Gedanken zu Ganzheit. Links ein Kuchen geformt aus einzelnen Stücken, rechts die integrale Landkarte kombiniert mit den Farben von Spiral Dynamics, das Kernstück der integralen Theorie nach Ken Wilber und Don Beck. Was sagt John Gebser über Ganzheit? Zitat: Ganzheiten sind nicht Summierungen von Teilen. Und weiter unten ergänzt er: Uns kommt es auf eine neue Wirklichkeit an, die ganzheitlich wirkende Wirklichkeit. Diese ganzheitliche Wirklichkeit ist Weltdurchsichtigkeit, eine Weltwahrnehmung. Zitat Ende. Im zweiten Teil von Ursprung und Gegenwart, dem Hauptwerk von Jean Gebser, findet sich für mich
ein zentrales Kapitel mit dem Titel Einbruch der Zeit. Sie werden bei unserem Versand diesen Artikel auch finden. Gebse beschreibt darin die ganzheitliche Weltwahrnehmung anhand des Phänomens Zeit. Darin sagt er über die Zeit, Zitat, der mentalen Struktur war die Zeit nichts als Maß bzw. Bezugssystem zwischen zwei Augenblicken. Und weiter unten fährt er fort. Das aber soll uns nicht an der Feststellung hindern, dass die Zeit noch andere wesentliche Erscheinungsformen umfasst. Sie äußert sich unter den verschiedenen Aspekten als Uhrenzeit, Naturzeit, kosmische Zeit oder Sternenzeit, als biologische Dauer, Rhythmus, Metrik, als Mutation, als vitale Dynamik, psychische Energie und demzufolge als etwas, das wir Seele oder Unbewusstes nennen. Sie äußert sich als Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, als das schöpferische Selbst. Zitat Ende. Alle diese der Zeit zugehörigen Eigenschaften und Aspekte lassen sich hier nicht weiter erläutern. Dafür fehlt uns leider die Zeit. Denn es wartet ein weiteres Prinzip auf uns. Sie erinnern sich vielleicht an die Ganzheitsempfinden in einzelnen Strukturen. Im Archaischen ist die Einheit noch intakt. Das Ei ist alleins. Im Magischen verschafft die Symbiose einen Moment der Ruhe und der Geborgenheit in einer bedrohlichen Welt. Im Mythischen wird die ideale Ganzheit der polaren Wirklichkeit durch ein Symbol zum Ausdruck gebracht. Im Mentalen werden Gegensätze von These und Antithese in einer Synthese vereint. Und was, frage ich Sie und frage ich mich selbst oft, ist das Ganzheitsempfinden im Integralen? Gebser nennt es die Systase. Dazu ein Zitat. In dem Moment, da es uns gelingt, die Wirkungen als solche wahrzunehmen, wird die Welt durchsichtig, weil wir dann nicht mehr nur an die Raumstruktur der Systeme fixiert sind, sondern sie systatisch, also zusammenfügend, zu durchsehen vermögen. Der transparent werdende Raum ist dann nicht mehr dreidimensional, sondern bereits eine vierdimensionale Gegebenheit. Zitat Ende. Nach diesem neuen Ganzheitsempfinden, nach der Systase, in dem uns die Welt durchsichtig erscheint, sollten wir alle gemeinsam Ausschau halten. Ein weiterer Hinweis, den Gebser uns gibt, ist die Auflösung der fixierten Perspektive, den Übergang von Perspektive zu Aperspektive. Ich erläutere das hier mit meinen eigenen Worten. Die Perspektive ist gerichtetes Sehen. Als Kind habe ich gelernt, mich einer politischen Partei zugehörig zu fühlen. Ein ständiger Parteienwechsel wäre nicht statthaft gewesen. Parteilichkeit und Perspektive sind eng miteinander verbunden. Die Mehrperspektive entsteht in der Offenheit gegenüber anderen Haltungen und Meinungen und der Auflösung einer normierten Sichtweise.
Die Dinge können unterschiedlich wahrgenommen werden und sie sind oft dem Auge des Betrachters geschuldet. Empathie und ein offenes Ohr ermöglichen, unterschiedliche Sichtweisen nachzuvollziehen und zu verstehen. Konsens ist möglich und Kompromisse helfen weiter. In einer pluralistischen Vielfalt, wie wir sie heute oft erleben, entsteht durch die Anzahl der Perspektiven eine Vielschichtigkeit mit hoher Komplexität. Gemeinsame Lösungen zu finden wird schwierig. Die Vielfalt der Ansätze, Sichtweisen und Vorstellungen sind so zahlreich, dass eine Synthese kaum mehr möglich ist und Kompromisse oft niemanden mehr zufriedenstellen. Die Aperspektive entsteht deshalb aus der Erkenntnis, dass sich alles gegenseitig bedingt und gemeinsam eine komplementäre und polare Wirklichkeit bildet, aus deren Mitte heraus ein integraler Ansatz gestaltet werden kann. Wir kommen nun zum dritten Teil. Mir ist es wichtig, das Konkrete anzusprechen und nicht beim Abstrakten zu bleiben. Wenn wir in die Welt schauen, nach Deutschland, in die Schweiz und all diese Initiativen sehen, die Projekte, dann kann ich Ihnen sagen, ist vieles schon aufgegleist und unterwegs. Die integrale Politik zum Beispiel. Sie hat sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Parteilichkeit, Konkordanz und Demokratie in einem pluralistischen Umfeld funktionieren kann und wie der integrale Erkenntnisweg, den sie vorschlägt, uns in Zukunft zu politischen Entscheidungen führen wird. Sri Aurobindo hat den alten indischen Traditionen, die sich auf die Vergeistigung des Körperlichen fokussiert hatten, eine zweite Bewegung hinzugefügt. Ihm geht es auch um die Einkörperung des Geistigen. Spiral Dynamics, hier kombiniert mit dem Quadrantensystem, ist ein Ansatz, der in einigen Aspekten dem Strukturmodell von Gebser gleicht. Seine Potenz liegt in der konkreten Anwendbarkeit in Unternehmen und Organisationen. Es bietet Hand für strategische und operative Entwicklungsschritte und ist ein gutes Navigationssystem in anspruchsvollen Zeiten. Was mir auch erwähnenswert scheint, ist die Theorie U von Otto Scharmer. Darin beschreibt er den Innovationsprozess in Unternehmen, also das Loslassen von alten Gewohnheiten und Praktiken als Grundlage für das Neue und für innovative Schritte. Ein ideales Übungsfeld, wie ich denke, auch für uns, weil es die Herausforderung beschreibt, die im Übergang zum Integralen für uns alle ansteht. Aus der Projektentwicklung stammt die Anregung zu einer Dreiteilung der Aufmerksamkeit. Erstens, der Blick aufs Ziel. Zweitens, der Blick auf den Prozess und damit den Weg zum Ziel.
Und drittens, als Voraussetzung und Ausgang aller Wege und Ziele, die Aufmerksamkeit auf den eigenen inneren Zustand und der Befindlichkeit aller beteiligten Personen. Je bewusster und achtsamer der Kontakt zum Ursprung, den Absichten und Treiberkräften von Prozess und Zielbildung ist, desto bewusster und wesentlicher entwickelt oder entfaltet sich ein Projekt. Transparence ist eine Plattform für Eltern und Fachkräfte, denen eine neue Kultur tiefer Bezogenheit im Umgang mit Kindern am Herzen liegt. Auf der Homepage von Transparence ist zu lesen, Zitat, das Sein mit Kindern auf das Respektieren von Lebensprozessen auszurichten, ist unser gemeinsames Anliegen. In diesem Sinne wollen wir Eltern in ihrem persönlichen Wachstum unterstützen, Vernetzungen von Eltern untereinander fördern und an einem grundlegenden Wandel in der Gesellschaft mitwirken. Zitat Ende. Die transparente und oder die authentische Kommunikation, es handelt sich dabei um zwei verschiedene Initiativen, die sich allerdings sehr gleichen. Die transparente und die authentische Kommunikation verfolgen beide im deutlichen Unterschied zur strategischen Kommunikation das Ziel, das Gegenwärtige für alle sicht- und hörbar und damit durchsichtig zu machen, persönliche Wahrnehmung in Austausch zu bringen und den Dialog über die Kontroverse und den Kompromiss hinaus zu pflegen, damit subjektive und fragmentierte Sichtweisen zusammengetragen, miteinander in Verbindung gebracht und integriert werden können. Es gibt Dutzende von mehrdimensionalen Methoden, Kreativtechniken und intuitiven Praktiken. Ikigai ist nur eine davon. Sie alle wagen den Versuch, die Erfahrung von Ganzheit zu vermitteln. Dies gelingt allerdings nur, wenn neben den harten Fakten auch die nicht quantifizierbaren Aspekte, die sogenannten weichen Faktoren, ihre Wirkung im Prozess entfalten können. Der Prozess der Innovation, wir haben es heute mehrfach schon gehört, also das Aneignen neuer, bislang unbekannter Ideen und vor allem Strukturen, ist gleichzeitig auch ein Loslassen von alten Gewohnheiten und ist damit ein Sterbeprozess. Dieser Prozess ist immer und zu Recht mit Angst, Scham und Widerstand verbunden und braucht deshalb einen sicheren und gehaltenen Raum. Deshalb gehören auch Praktiken aus der Traumaheilung, zum Beispiel bei NARM, Neuroaffektives Beziehungsmodell, oder SE, Somatic Experience, aus meiner persönlichen Sicht zum Kompetenzfeld des Integralen. Architekten und Architektinnen sind es sich gewohnt, ganzheitlich zu denken und zu handeln. Nur leider führt diese Art von Ganzheit oft zu immer längeren Traktanten und To-Do-Listen. Die schiere Menge an Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wird zur totalen Überlastung.
Die Herausforderung liegt in der Architektur deshalb nicht darin, immer noch mehr Ansprüchen zu genügen, sondern wesentlich zu werden und damit das Wesen des Menschen, das Körperliche, das Lebendige und das Geistige, mit dem Materiellen neu zu verheiraten. Zu guter Letzt, ich will es nicht auslassen, auf das Forum zu verweisen, das sich seit langem bemüht, all diese Initiativen und noch viel mehr, als wir heute gehört haben, zusammenzuführen und als Tankstelle, Vermittlungsagentur, als Think Tank und als Zentralorgan der integralen Szene im deutschsprachigen Raum zu wirken. Über Wilber und Gebser und viele andere mehr finden Sie dort neben einem fetten Archiv auch aktuelle Beiträge und Artikel zu allen möglichen Themen. Nun zum Abschluss. Mein Glück, dass die Schaun-Gebser-Gesellschaft ihren Sitz in Bern hat. Ich musste nur 3 Häuserzeilen weiter, um einen direkten Anschluss zu kriegen an das, was Schaun-Gebser uns hinterlassen hat. Die Schaun-Gebser-Gesellschaft hat sich die Neuauflegung des Gesamtwerkes von Schaun-Gebser verschrieben. Wir sind mit diesem Vorhaben, wie Sie sehen, weit fortgeschritten. Es fehlt noch ein letzter Band. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Schaun-Gebser, einem Satz, den er ganz am Schluss des ersten Bandes von Ursprung und Gegenwart schreibt und der mir in einem politischen Kontext wie heute Abend gerade richtig scheint. Zitat: Eine Überwindung des jetzigen Zustandes der Welt, die wahrscheinlich ihren rationalistischen und technokratischen Höhepunkt bald erreicht haben wird, kann weder durch Ratio noch durch Technokratie, aber ebenso wenig durch ein Predigen und Mahnen zu Ethos und Moral oder durch irgendwie geartetes Zurück geschehen. Zitat Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die kommende Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank dir, Michael, für diese wunderbare Präsentation und diese vielen Gedanken. Es nimmt mich Wunder, wie das gerade ankommt im Publikum. Vielleicht können Sie einfach mal ein Wort oder 2 Worte in den Chat reinschreiben. Wie geht es Ihnen jetzt gerade, wenn Sie das gehört haben? Dass wir einfach ein bisschen ein Gefühl kriegen, Michael und ich. Wo stehen Sie gerade? Sind Sie überwältigt? Sind Sie erfreut? Sind Sie inspiriert? Sitzen Sie da mit völlig einem fragenden Kopf, verstehen die Welt nicht mehr? Schreiben Sie doch einfach ganz kurz in den Chat rein. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Das letzte Zitat hat mich berührt. Sehr inspirierend. Weite. Inspiriert. Sehr übersichtlich. Neugierig geworden. Verbindend. Berührt. Hilfreich. Angeregt, kurz und bündig, wunderbar, hoffnungsvoll, sehr angenehm. Der letzte Satz bringt es auf den Punkt. Ja, wunderbar.
Ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldungen, wie das gerade angekommen ist. Normalerweise machen wir ja auch einen Check-in bei unseren Veranstaltungen, wenn weniger Leute da sind und es eine Diskussionsrunde ist. Das ist einfach so schön, ein bisschen ein Gefühl dazu zu kriegen. Michael, wie geht's dir gerade? Danke der Nachfrage. Ich habe es kurz nach Beginn dann auch genossen. Danke. Ja, schön. Das ist doch super. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie dürfen jetzt Fragen in den Chat schreiben. Und ich werde jetzt schon mal einfach die erste Frage an Michael stellen. Michael, du hast uns ja ganz am Anfang von diesen vier Strukturen erzählt, die ja so die Basis des Modells sind. Kannst du uns ein Beispiel geben, wie ist das jetzt hilfreich in deinem eigenen Leben? Also wie wendest du dieses Wissen an oder was macht das in deinem Leben oder was verändert es? Das ist eine gute Frage, vielen Dank. Ich bin in Asien aufgewachsen als Kind. Ich habe einen Spagat gemacht zwischen einer östlichen und einer westlichen Tradition. Und das war nicht einfach, im Gegenteil, das hat in mir zuerst mal zur Fragmentierung geführt. Und ich denke, ich musste die einzelnen Einheiten oder die einzelnen Erfahrungen, die man in den unterschiedlichen Strukturen machen kann, auch einzeln erleben und einzeln erfassen, bevor ich sie überhaupt zusammenführen konnte. Ich würde sagen, zum Beispiel intensives Tanzen ist ganz bestimmt nicht der mentalen Struktur geschuldet. Märchen lesen oder den Kindern Märchen erzählen, das hat eine ganz andere Qualität, zum Beispiel, als wenn ich mich hinsetze und einen Plan zeichne. Und zuerst schien mir diese Welt in mir oder diese Welt, der ich begegnet bin, in ganz vielen Einzelteilen. Erst später habe ich verstanden, dass sich das in mir auch vereinen oder zusammenbringen lässt. Hast du das gesagt, das hat, deine Kindheit hat zu einer Fragmentierung auch geführt. Heißt das, dass du, dadurch, dass du diese verschiedenen Ereignisse wie Märchen lesen oder Pläne machen, dass du die wie plötzlich einordnen konntest in dir und dadurch sowas an den Platz gefallen ist. Verstehe ich das richtig? Ich denke ja, so könnte man das sagen. Ein gutes Beispiel ist wirklich im Zusammenhang mit Aurobindo zu nennen. Die östliche Tradition, auch die Riten, die Feste, wie ich das erlebt habe in Kathmandu als Kind, da ging es wirklich um die Vergeistigung. Also die Vorstellung davon, dass das Höchste, was ich erreichen kann, eben Nirvana ist, hat mich da schon erfasst oder auch im Gedanken zumindest gefunden. Dann komme ich in die westliche Welt und da geht es überhaupt nicht um die Vergeistlichung des Körperlichen, sondern es geht darum, in die Welt zu kommen, als Architekt sowieso. Da geht es um diese Umsetzung, um das Handeln, um das Tun, um dieses vielleicht biblische Wort, die Welt untertan zu machen, nicht der Welt zu entfliehen, sondern die Welt in Besitz zu nehmen. Und diese gegensätzlichen Bewegungen in mir, die haben mir einfach zu Beginn überhaupt nicht gut getan, weil ich Orientierung brauchte, weil ich Perspektive wollte. Ich wollte wissen, welches von beiden ist jetzt das Richtige. Und ich glaube, das zuzulassen, dass das sowohl das eine meine Wirklichkeit bestimmt, wie auch das andere, war mir erst möglich, als ich mit integralem Yoga begonnen habe. Mit integralem Yoga meinst du auch die Philosophie oder von Aurobindo? Also? Richtig, und Aurobindo ist da ganz klar, der sagt, Nirvana ist ein guter Schritt, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Was wir tun wollen, was wir tun müssen, ist in unsere Körper zu kommen. Also Reinkarnation, ins Fleisch fahren, wirklich. Und wenn wir ins Fleisch fahren, dann sind wir mit dem Fleisch konfrontiert, magischerweise, mythischerweise und natürlich auch mental. Vielen Dank. Philipp von der Technik, ich würde gern Lennart Tjarks ins Bild einblenden, sodass er mündlich seine Frage stellen kann, wenn das möglich ist. Lennart, du kannst dein Mikrofon anstellen und sprechen.
Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Mich würde noch mehr interessieren zu dem Sprung ins Integrale. Das Integrale ist ja nicht einfach nur eine neue Stufe, sondern es geht ja um einen Sprung. Und Ken Wilber beschreibt ja auch einen Sprung. Und ja, mich würde auch interessieren, ob Gebster was sagt. So, warum gibt es diesen Sprung da? Warum gibt es nicht einfach eine andere Stufe? Und wie sieht der Sprung aus? Also, vielleicht kannst du da noch was sagen dazu. Vielen Dank, Leonard. Schön, bist du da. Ich habe, um diesen Sprung eigentlich zu dokumentieren, weil der Sprung passiert ja jedes Mal. Also der ist nicht nur dann am Ende der vier Strukturen angedacht, sondern der passiert ja schon aus der archaischen in die magische Struktur. Und deshalb mag ich dieses Bild des Huhns. Ich mag diese Vorstellung, dass da ein kleines Küken ist, das vom Nichts weiß. Keinen Bildungsstand, keine Interaktion, keine Dialogfähigkeit, nichts. Und dann kommt der Moment der Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob Sie alle nicht besser wissen, wo Ihr Sprung liegt. Wo liegt Ihre Herausforderung? Beim integralen Yoga spricht Arjuna zu Krishna und sagt: Wie nur soll ich diesen Sprung wagen? Wie nur soll ich in diese Schlacht ziehen? Aber auch das ist nur ein Bild, das mir persönlich weiterhilft in meinen Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn ich vor gefühlten 730 Personen einen Vortrag halten muss, wie ich diesen Sprung wage und dann auch schaffe. Und ich glaube, dass wir in der Politik heute Abend mit vielen politisch interessierten Menschen, dass wir den Sprung schaffen, dieser Vergegenüberung uns nicht mehr auszuliefern. Nicht mehr diese Vorstellung, wir sind entweder Demokraten oder Republikaner und der andere muss vernichtet werden, damit mein Leben, meine Idee und das, was ich für richtig halte, in dieser Welt überhaupt prosperieren kann. Ein Beispiel. Ja, super, beantwortet das deine Frage, Lennart? Jetzt hören wir dich gerade nicht. Du musst noch das Ja, Mikro. jetzt kann ich widersprechen. Ja, also ich weiß immer noch nicht, wie mein Sprung aussieht, aber vielen Dank. Ja, wem geht das noch so? Hand hoch. Wer weiß gerade nicht, wie sein Sprung aussieht, sein nächster. Cool. Ja, ich glaube, das sind immer wieder Fragestellungen. Danke, Lennart. Ja, ich würde gerne Carsten Borchert hier ins Spotlight holen und aufschalten. Genau. Hallo, Carsten. Du kannst dein Mikro links unten noch anstellen und deine Frage stellen. Geht nicht. Okay, gut. Ich lese die Frage vor. Danke dafür, Gebser, Aurobindo und Wilber im Zusammenhang zu erwähnen. Mich würde interessieren, ob die drei in allen Punkten gut zusammenpassen oder ob es schwierige bis vielleicht unvereinbare Unterschiede gibt. Ist Wilber der Systematiker, der Gebser und Aurobindo zusammenführt? Bleiben dabei Spannungen oder ergänzt sich alles reibungsfrei? Ich denke, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen. Ich denke, diese Frage geht an alle hier, diese Frage geht an alle in Zukunft. Es sind in gewissem Maße die drei, die diesen Begriff des Integralen auch ein bisschen in Besitz genommen haben und prägen. Mein Yoga-Lehrer sagt, Gebser ist the missing link. Also das ist die Verbindung von dem, was Aurobindo mit dem Westen und dem heutigen aktuellen Zeitgeschehen verbindet. Er bezeichnet Wilber als einen Sortilog. Das heißt, eine unglaubliche Vielfalt an Gedanken und Überlegungen, die er zusammengetragen hat, das werden Sie bei Gebser anders finden. Das Allerwichtigste, was ich aber sagen kann, ist,
Das sind nicht Konkurrenten, sogar noch dann, wenn sie sich widersprechen. Wir brauchen das nicht auszusortieren. Meiner Meinung nach sollten wir uns einfach da inspirieren lassen, wo es uns persönlich am meisten oder am tiefsten berührt. Dankeschön. Carsten hat auch noch eine zweite Frage. Wie lässt sich die aperspektivische Weltsicht vorstellen? Das würde bedeuten, aus keiner Perspektive zu schauen. Ist dies tief mystische Sicht? Ist dies der tief mystischen Sicht vorbehalten oder geht das auch im Alltag? Ich dachte, es wird nicht schwieriger, aber es wird natürlich gegen oben immer beliebig schwieriger. Selbstverständlich ist die A-Perspektive, und ich bin überzeugt, dass Sie die alle auch kennen. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Meine Tochter, die hat sich ein bisschen rumgeschlagen mit der Vorstellung, für welche Lehre sie sich entscheiden sollte. Das war ein bisschen hin und her. Ich war dann auch nicht ihr wirklicher Gesprächspartner. Sie hat sich da ein paar Wochen schwer getan. Und dann gab es diesen Moment. Da kommt sie in die Küche und sagt, Papa, ich habe mich entschieden, ich mache eine Schneiderinnenlehre. Ich habe mich angemeldet und wurde angenommen. Dieser Moment hat alles, was ich von meiner Tochter weiß und alles, was über meine Tochter zu sagen war und alles, was auf meine Tochter Zukunft, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Moment auf den Punkt gestellt. Da war nichts mehr zu sagen, außer ich habe mich entschieden. Und ich glaube, diese Momente der Stimmigkeit, wo dann auch nicht die Faktenlage alleine zu einer Entscheidung führt, sondern eine Verbindung von Fakten, von Gefühlen, von Intuition, auch von Karma, also einem inneren Getriebensein. Das ist das, da muss ich hin, das ist das, was ich will. Wenn diese Gemengenlage zusammenkommt, würde ich behaupten, dann kriegen wir eine Vorstellung davon, was aperspektivisch eben ist. Und dann rufen vielleicht alle, was? Du machst einen typischen Frauenberuf, wirst nie was verdienen. Ist nicht mehr wichtig. Ist nicht wichtig. Ja, danke schön. Ich würde gerne Gary oder Margrit zuschalten mit der nächsten Frage. C.G. Jung, verstehst du mich? Ja, wir hören dich, danke. C.G. Jung oder die analytisch-hermeneutische Psychologie haben 4 Lebensebenen postuliert. Instinkt, Gefühle, Verstand und Geist. Haben diese 4 Lebensebenen etwas mit den 4 Ebenen von Gebser gemeinsam? Ich kann nichts zu C.G. Jung sagen. Ich kann nichts zu diesem Konzept sagen. Was mir einfach sofort kommt, ist ja, es ist auch ein Versuch, Ganzheit zu umfassen. Ich habe ja beschrieben, dass es Dutzende von Modellen gibt, die den Versuch wagen, zum Beispiel Astrologie. Es gibt so viele Möglichkeiten, das, was wir Ganzheit nennen, zu beschreiben. Die Frage ist, bleiben wir bei der Beschreibung oder wird es zur persönlichen Erfahrung? Und das kann gut sein, dass das über eine tiefe Auseinandersetzung mit Jung oder nicht Jung oder Alt oder Gebser oder wem auch immer. Es ist die tiefe Sehnsucht in uns und Jung beschreibt die meiner Meinung nach auch, eben diese Erfahrung von Ganzheit überhaupt machen zu können. Und in dem Sinne hat es was Gemeinsames, ja. Danke. Ich danke Ihnen. Jetzt kommen noch mehrere Fragen zu dem Sprung. Und ich fasse die beiden jetzt gerade zusammen. Es stellt sich wirklich die Frage, was ist denn dieser Sprung und wie sieht er aus? Jemand fragt, ist
Oder Petra fragt, ist der Sprung nicht auch bedingungslose Liebe? Ja. Jemand sagt, ist der Sprung nicht auch jeden Tag da am Morgen beim Übergang vom Schlaf, Traum ins Wachbewusstsein oder Tagesbewusstsein? Ja. Wie siehst du das? Ich denke, es gibt so viele Sprünge wie Menschen und ich denke auch, dass es nicht mit einem Sprung getan ist. Ich erlebe meinen Sprung sehr oft in der Gegenwart von Angst. Also das, dass ich mit Angst konfrontiert mich fragen muss, wo ist mein nächster sicherer Schritt? Ich glaube, wir sollten alle in uns forschen und nach dem Sprung suchen und auch nicht die romantische Vorstellung haben davon, dass dieser Sprung dann, wenn er mal erfahren ist, in einem Buch abgebildet werden kann. Ihr Sprung, unser Sprung, der Sprung meiner Kinder. Ich glaube, da bleibt natürlich etwas an Mystik offen. Es ist nicht zu beantworten. Aber ich glaube, wir alle kennen die großen Momente, zum Beispiel als Martin Luther King seine Rede I had a dream. Das war ein Sprung. Und zwar ein kollektiver Sprung. Wenn ich den Leuten zuhöre, die die Mondlandung erlebt haben, das war ein Sprung. Was mir wichtig ist, und das wollte ich heute zum Ausdruck bringen, es braucht niemand besonders klug zu sein, um diese Sprünge zu tun. Es ist nicht der Bildung und des Klugseins und dem Intellekt geschuldet. Wenn ich meiner Tochter begegne, muss ich ehrlich sagen, ich sehe die Sprünge ständig. Die springt fast jeden Tag. Ist eindrücklich. Und man sieht wirklich, was in ihr sich vollzieht. Und intellektuell benennen kann ich das nicht. Aber es gibt ja schon auch Unterschiede, oder? Also so Sprünge, die wir alle durchgangen sind. Oder die wir als Kind durchgehen, wenn wir uns einfach natürlich entwickeln. Und jetzt dieser Sprung ins Integrale, das ist ja schon nochmal ein fundamentaler Unterschied, oder? Das Schwierige ist ja das, dass wir nicht zu fokussiert sein können. Also wir können nicht ständig daran denken, dass es jetzt darum geht, ins Integrale. Sondern ich bin ja mit was konfrontiert, vor dem ich zurückstecke. Ich nehme mich wahr, heute kann ich nicht aufstehen, da ist was. Oder ich komme nicht zu dieser Entscheidung oder mein Nachbar, der ärgert mich, ich kann dem nicht mehr in die Augen schauen. Das sind Sprungansätze. Also wo liegt jetzt Bewusstsein, kann ja auch verstanden werden als bewusstes Sein. Wo bin ich im Bewusstsein, wo bleibe ich im bewussten Sein mit einem Nachbarn, der mich so ärgert? Mit meinen Kindern, die so geschrien haben. Das war fürchterlich. Ich bin sofort raus auf den Mond abgehauen. Bewusstes Sein mit kleinen Kindern, die schreien, das war für mich die größte Herausforderung überhaupt. Also das heißt, der Sprung ist wie auch eine Erweiterung aus der Konditionierung, die ich habe. Ich will nicht mit schreienden Kindern sein. Das ist unmöglich für mich. Und dass ich wie meine Handlungsoptionen eigentlich erweitere, weil ich in mir einen größeren Raum, eben das Bewusstsein habe, wo ich plötzlich meinen Zustand, der total getriggert ist, von diesen schreienden Kindern habe. Aber da ist eben noch mehr Raum als nur das. Also das Gefühl überschwemmt mich nicht mehr, sondern ich kann irgendwie, habe ich mehr Raum, um neue Handlungsoptionen auszuprobieren. Du hast erwähnt an einer Stelle in deinem Vortrag, dass Traumaarbeit, ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast, aber die Wiege für das neue Integrale ist, irgend so etwas in dieser Art. Wie hast du das gemeint? Was wir bei Gebser immer und immer wieder antreffen, ist sein wirklich akribisches Stochern in dem, was er Zeit nennt. Und nochmal einfach zur kurzen Wiederholung, für ihn ist Zeit nicht eine Distanz zwischen zwei Daten. Zeit ist nicht nur das, was wir auf der Uhr messen können. Sondern wenn ich zum Beispiel intensiv tanze, dann ist diese Intensität kein Raumempfinden, sondern ein Zeitempfinden. Also Gebser geht da noch viel, viel weiter und hat viele Beispiele, die lasse ich sie alle selbst entdecken.
Nun, mit dem Integralen verbunden ist ein neues Zeitempfinden. Wir wissen in den Therapieformen, dass Leute sich physisch an Erlebnisse erinnern, die sie zum Beispiel im Mutterbauch hatten, die sie während der Geburt hatten, die sie nach der Geburt hatten. Da gibt es Entwicklungstraumas, da gibt es Geburts- oder vorgeburtliche Traumen, es gibt auch Schocktraumen. Und diese Traumen sind physisch im Körper abgespeichert, abgelegt. Wenn ein Kind also eine schlimme Erfahrung macht mit dem Nachbarn, dann wird es sich wahrscheinlich ein Leben lang hüten auch. Oder ein Stück weit so lange, bis es wieder eine sichere Erfahrung hat. Und diese Erinnerung mit der Veränderung der Zeitwahrnehmung, dass ich nicht nur immer genau das bin, was ich heute bin und der Psyche geschuldet ist, wie ich mich fühle, sondern eine physische Erinnerung, die an ein Trauma gekoppelt sein kann, heißt, ich bin nicht nur heute, sondern ich bin auch das, was ich damals erlebt habe. Und diese Phänomene spült es hoch. Und wenn wir durch die Welt sehen wollen, also wenn wir das Diaphane, wie Gebser es nennt, das Durchsichtige für uns in Erfahrung bringen wollen, dann müssen wir diese Wirkkräfte, das beschreibt er auch schön, habe ich auch zitiert, das, was in uns wirkt, und das sind zum Teil Traumen, sehen und erleben können. Und dann ist dieses Ausweichen meines Nachbars nicht ihm geschuldet. Dann ist nicht er schuld daran, dass ich ihm nicht ins Auge blicken kann, sondern meine Erinnerung als Fünfjähriger in dieser schrecklichen Situation mit meinem Nachbarn damals. Hm. Dankeschön für dieses schöne Beispiel. Ja, ich würde gerne Ursula und Wolfgang B. noch zuschalten für ihre Frage. Hallo Wolfgang. Wir hören dich noch nicht. Du kannst dein Mikrofon unten links. Ja, jetzt. Ja, ich habe nur eine kleine Feststellung, bei der ich mir nicht sicher bin. Also wenn wir uns jetzt hier in diesem Rahmen um das Integrale bemühen, wir bemühen uns ja, wir suchen ja danach, wir forschen danach, dann sind wir doch jetzt in diesem Moment im Integralen drin. Ansonsten könnte ich dem ja auch gar nicht folgen. Ja, einfach so gesehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nämlich, das wäre ja an sich ungeheuer einfach. Es tönt ja sehr kompliziert auf dem Papier. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sachen viel einfacher sind, als wir uns das vorstellen und denken. Das wäre ja eigentlich so. Wir sprechen jetzt aus dem Integralen heraus und bemühen uns, spüren, strecken unsere Fühler aus. Was bedeutet das eigentlich alles? Und sind ja dann schon über unseren inneren Raum draußen. Im Supraintegral und im Aurobindo, oder? Ja. Ja. Ah, dann ist gut. Ist noch lustig, ich würde die Frage anders beantworten. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie wenn wir noch in einer Eischale drin sind und wir hören von außen Geräusche außerhalb der Schale. Und wir interpretieren die auf unsere Weise, aber wir sind noch nicht aus der Schale draußen oder haben vielleicht den Schnabel schon draußen, merken, es ist kühler hier draußen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also so geht es mir persönlich manchmal, dass ich das Gefühl habe, da gibt es noch mehr, aber ich spüre das schon, dass das da ist, aber ich sehe es nicht. Und trotzdem ist das Ei, in dem ich bin, natürlich schon in dieser integralen Welt drin. Das finde ich ein sehr schönes Bild mit dem Schnabel draußen. Ja, und das wahrnehmen, dass da jetzt noch ein größerer Raum ist, der sich auf einmal auftut, aber diesen Raum kann man noch nicht erfassen, oder mir geht das auf jeden Fall so. Ja. Aber ich spüre, es ist was ganz, ganz Großartiges da und das ist ganz nah bei mir oder sogar in mir. Finde ich schön. Danke. Ja, gerne. Magst du noch was dazu sagen, Michael? Oder? Ich denke, wir dürfen das Integrale nicht als einen Leistungssport sehen. Genau. Ich denke,
dass mit dem Vergleich zur Technik ich eben auch den Versuch lanciert habe zu sagen, da ist es schon und wir haben keine Ahnung, gleichzeitig keine Ahnung. Ja, super. Danke, Wolfgang, für die tolle Frage. Würde ich gerne Cordula noch einschalten oder zuschalten. Sie hat ganz viele Fragen, die wahrscheinlich auch zu einer Diskussion führen werden. Hallo Cordula. Ja, hallo Susanne. Nein, ich habe eigentlich nur eine einzige Frage, aber der Wolfgang hat sie eigentlich schon beantwortet. Also mich interessiert, ich bin ja nicht bei euch in der integralen Partei, aber mich interessiert, wie schafft ihr das, also in diesem empfangenden, nicht wissenden Sprung in die Zukunft zu gehen? Fragst du jetzt Michael oder mich? Alle. Nein, ich frage dich, Susanne, in dem Fall. Ja, also ich glaube, das Erste ist, wir sind gerade daran, das herauszufinden. Ich glaube, viele Menschen kommen zu uns, weil sie denken, sie finden hier integrale Menschen und sind dann etwas enttäuscht zu merken, dass wir auch erst am Ausprobieren sind und dass das Integrale wie unsere Intention ist, auf die wir uns zubewegen. Und wenn ich jetzt von der Realität spreche, da gibt es, glaube ich, bei uns alle diese Strukturen, Michael, die du vorher von Gebs genannt hast, wir bewegen uns, glaube ich, auf allen von denen. Manchmal fallen wir ins Archaische rein und manchmal ins Mythische und manchmal verwechseln wir was und so. Und deshalb sind auch solche Anlässe einfach gut, wo man sich wieder mal tiefer reflektieren kann, auch für uns. Aber ich glaube, es gibt schon so Momente, du hast vorher so einen Moment beschrieben auch, Michael, wo man wie so spürt, jetzt taucht das Neue auf und etwas ganz zutiefst Berührendes oder Wesentliches passiert gerade. Und was ich merke, dass diese Momente, die tauchen auf, wenn wir wirklich die vier Ebenen zusammennehmen. Also zum Beispiel, wir durchdringen eine Initiative, eine politische auf der mentalen Ebene. Und schauen uns wirklich die Argumente an, lesen das durch und was sagen die Befürworter, die Gegner, wer hat einen Nutzen davon, wer hat einen Schaden davon, wer profitiert davon. Also wir versuchen das wirklich auf der mentalen Ebene zu durchdringen. Und dann lassen wir das los und gehen mal so auf die körperliche Ebene und schauen, okay, also jetzt nochmal dieser Initiativtext, was löst der in uns aus? Was löst der im Körper aus? Was löst der in unseren Gefühlen aus? Und da dürfen wir völlig unrationale Sachen sagen. Also können wir auch sagen, also wenn ich das höre, dann schnürt es mir den Hals zu, oder? Und so nehmen wir dann, wieso, also gehen wir auch bewusst raus aus dem Mentalen in diese Ebene. Und dann kommt ja neben der körperlich-emotionalen und mentalen Ebene noch dieses Geistige oder Spirituelle, wo man dann, wenn man das schafft man natürlich nicht immer, aber dass man wirklich loslässt und noch einmal auf die Stille lauscht. Ich glaube, ich würde es so sagen, auf die Stille lauscht, was da noch einfallen will. Also so wie Einstein in der Badewanne, unangestrengt, einfach daliegend und lauschend und dann kommt diese Formel, oder? Und ich glaube, wenn das gelingt, das ist wie so, für mich ist das wie so eine neue Dimension, weil da gibt es keine Fragen mehr. Du hast das gesagt, Michael, als deine Tochter gesagt hat, jetzt habe ich mich entschieden. Das ist wie so blub und die Würfel sind gefallen. Es hat sich wie entschieden. Es ist wie klar. Es ist wie, und das ist für mich, wenn etwas Geistiges dann auch in die Verkörperung reingeht. Ich würde es so sagen, ja. Und noch schöner ist es natürlich, wenn es ohne Technik entsteht. Also wenn wir im Dialog sein können und automatisch auch noch lauschen können auf das Spirituelle, das Kosmische, das große Ganze und auf uns und unsere Gefühle. Aber das ist ein extrem hoher Anspruch und wir sind ganz ehrlich, also unsere Geschäftsleitungssitzungen laufen gerade nicht so ab. Also da bin ich zum Beispiel auch noch am Forschen, wie können wir das ganz konkret operative und
ja, diesen Sprung in das Neue, wie kann das vereint werden? Ja, beantwortet das deine Frage, Cordula, ist deine große. Und ich denke, ich könnte sie auch zurückstellen, aber wir nähern uns langsam dem Ende des heutigen Anlasses zu. Gibt es noch eine ganz wichtige Frage, die jetzt noch offen ist? Petra sagt noch, ich denke, da gehört tiefes Vertrauen in uns und in das nicht verurteilende Miteinander hinzu. Michael macht Resonanz. Hm? Ja, Michael, ganz herzlichen Dank jetzt auch für all die Beantwortung von all diesen Fragen. Und du hast ja noch ein wunderbares Angebot für alle, die jetzt ein Stück tiefer eintauchen möchten in Gebser. Magst du dazu noch was sagen? Wir haben gesagt, Susanne und ich haben gesagt, vielleicht ergibt sich ein Kontinuum jetzt aus dem heutigen Abend. Also es gibt vielleicht Leute, 10, 12, vielleicht wirklich eine Gruppe, die sich dann auch verpflichtet, die sich einlässt, an 4 Abenden teilzunehmen. Ich werde meinen Bildschirm nochmal teilen. Ich habe die Daten für die 4 Abende. Das wären Montagabende im Mai und Juni. Mir ist noch nicht ganz klar, und es wäre ja auch spannend zu hören von Ihnen, in welche Richtung das gehen soll. Wollen wir die Struktur oder die Modelle noch vertiefen? Geht es darum, einzelne Prinzipien noch zu entwickeln? Geht es darum, sich mal zuzuhören, gegenseitig einfach auszutauschen? Da hat es ja unterschiedlichste oder verschiedenste Möglichkeiten. Ich denke, ich würde jedes Mal einen kurzen Gebser-Text für die 4-mal zur Verfügung stellen, als Inspiration auch. Der Abend kann dann auch ganz anders verlaufen. So. Wenn also da Interesse ist, dann können Sie sich bei der integralen Partei, also nicht über mich, sondern bei der Partei, bei der Politik, auf der Homepage anmelden. Und wir würden dann mit den Leuten, die sich da melden, vielleicht noch eine kurze Rücksprache halten, worum es Ihnen gehen könnte und mit welchen Fragen Sie an solchen 4 Anlässen teilnehmen würden. Die Idee ist schon, dass wir kein Publikum wechseln, also dass es eine kleine Gruppe gibt, die eben über 4-mal dann auch konstant ist. Ja, danke Michael. Das ist also ein tolles Angebot für alle, die tiefer eintauchen möchten in Jean Gebser und wirklich mit jemandem, der sich fast ein Leben lang damit auseinandergesetzt hat, in Kontakt zu sein und Fragen zu wälzen, auch im Diskurs. Und ja, die Erkenntnisse interessieren uns dann natürlich alle, wenn da noch was rauskommt. Michael, ich würde vorschlagen, das wurde jetzt auch gerade im Chat gesagt, dass wir die Daten dann auch in das Mail reintun, und auch die E-Mail-Adresse wird da reinkommen. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise, Michael, dir einen Blumenstrauß überreichen und wir würden alle klatschen. Ich schlage vor, wem es gefallen hat, der macht nochmal so. Das ist so dieses Klimajugendklatschen. Genau. Dann möchte ich auch ganz herzlich dem ganzen Team in der integralen Politik danken, die diesen Anlass jetzt vorbereitet haben oder mitgeholfen haben und überhaupt allen Freiwilligen in der integralen Politik, weil es braucht ja auch Leute, die die Webseite machen, dass wir überhaupt so einen Anlass aufschalten können. Es braucht Leute, die ein Newsletter raussenden. Es ist unglaublich, was es da jeweils alles braucht. Und ich möchte einfach an dieser Stelle wieder mal dem ganzen Team und allen Freiwilligen danken. Dann, liebe Zuschauer, wir sind interessiert, uns konstant zu verbessern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt ein kleines Feedback in den Chat reinschreibt. Also was fandet ihr gut? Was sollen wir beibehalten an solchen Formaten? Und was könnte man auch verbessern? Also gerne beides. Schreibt uns das in den Chat rein. Wir werden das dann nachher nach dem Anlass auch lesen, sodass wir uns konstant verbessern können. Wenn Sie weiterhin informiert sein möchten über unsere Anlässe,
dann können Sie einfach eine Mail schreiben, auch wieder an info@integrale.politik, und dann erhalten Sie regelmäßig unseren Newsletter. Und heute würde ich gerne auch nochmal erwähnen, wenn Ihnen das gefällt hier und wenn Sie finden, das ist wichtig, dass ein neues Bewusstsein in die Politik reinkommt, dann werden Sie doch bitte Mitglied. Wir würden uns wahnsinnig freuen, weil mit Mitgliedern, also ich merke, ich freue mich über jedes Mitglied, das dazukommt, weil das gibt uns so eine Kraft, auch eine Ausstrahlungskraft, wo man merkt, wow, das sind so viele Mitglieder, die hier für das Neue stehen und die etwas Neues wollen. Das ist das eine, also es ist wie so eine ideelle Kraft oder auch eine Gruppenkraft, ein kollektives Feld, das wir hier damit aufbauen. Und natürlich gibt es uns auch ein bisschen Finanzen, um unsere zukünftigen Projekte zu finanzieren. Also auch hier, wenn Sie Mitglied werden möchten, einfach eine Mail an info@integrale.politik. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich dann noch nicht, aber bald die Mikros öffnen, sodass Sie die Möglichkeit haben, einfach noch Tschüss zu rufen oder auf Wiedersehen. Aber dazu müssen alle, die Kopfhörer drin haben, dann die Kopfhörer rausnehmen. Es wird manchmal ganz schön laut. Jetzt, bevor Sie die Kopfhörer abnehmen, am Schluss werden wir noch ein Slide einblenden mit den Kontaktdaten oder auch, ich glaube, die Webseite und unsere neuen Anlässe sind drauf. Also falls Sie diese Information noch möchten, dann bleiben Sie einen Moment drin. Ja, und jetzt, genau, was ist jetzt passiert? Na Philipp, jetzt müssen wir zuerst noch alle sehen, weil jetzt kommt noch das Mikro rausnehmen oder die Kopfhörer rausnehmen, und ich hätte gerne die Galerie an sich, dass wir uns alle sehen und dann alle Mikrofone öffnen, sodass man Tschüss sagen kann. Gut, Philipp, jetzt können wir noch das Schlusslied zeigen. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke. Danke.